könnte das sein? Und dann zweitens, was zählt als ein Corona-Todesfall in Deutschland? Wenn man auch andere Krankheiten hat, wird das als Coronavirus-Todesfall? Ja, also die Antwort ist die, die ich schon lange gebe und die korrekt ist. Wir stehen am Anfang einer Epidemie. Wenn eine Epidemie, Sie hier also eine Kurve vorstellen, dann sind wir links unten noch. Wir rutschen aber immer weiter nach oben. Ja, wir haben es früh erkannt, weil wir früh getestet haben und wir werden leider in Zukunft mehr Fälle haben. Bei uns gilt als Corona-Todesfall jemand, der bei dem eine Coronavirus-Infektion nachgewiesen wurde. In Deutschland sterben ja im Schnitt so rund 2.700 Menschen jeden Tag. Das ist die normale Todesrate. In Deutschland sterben im Jahr so circa 900.000 Menschen. Und das heißt also, es wird unter anderem ja auch vorkommen, das ist einfach mit einer statistischen Wahrscheinlichkeit verbunden, dass auch Menschen zeitlich im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und dann ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, ob der Grund die Impfung war oder eben eine andere zugrunde liegende Krankheit. Denn wir werden ja auch am Anfang gerade die Hochrisikogruppen impfen. Und das sind ja gerade auch die alten und hochaltrigen Menschen, die ja natürlich ebenfalls ein höheres Risiko haben zu versterben, ganz einfach, weil sie schon ein hohes Alter erreicht haben. Meine Rolle ist die eines Wissenschaftlers, eines unabhängigen Wissenschaftlers. Dieses Institut hat ja mehrere Vorteile. Wir stehen nicht in einem Wettbewerb, wie das vielleicht andere Wissenschaftler tun, um bestimmte Drittmittel, um bestimmte Incentives. Wir stehen nicht in einem Wettbewerb mit kommerziellen Anbietern, wir sind unabhängig. Das ist die große Stärke und das ist der Grund, warum es so einen Laden wie unseren überhaupt gibt.